Und wir fragen nach bei Arndt Henze in Brüssel, was genau sieht dieser Gasnotfallplan vor, der da heute vorgestellt wird? Also in den letzten Tagen ist sehr hart gestritten und gerungen worden, aber es bleibt dabei. Alle 27 Mitgliedstaaten verpflichten sich in den kommenden Monaten 15% ihres Gasverbrauchs einzusparen. Das soll, soweit es geht, in eigener Verantwortung und freiwillig geschehen. Aber wenn tatsächlich der Notstand dann in diesem Winter irgendwo eintreten würde, dann würde Brüssel auch die Kompetenz bekommen, verpflichtende Maßnahmen anzuordnen. Deutlich erhöht wurden die Hürden, wie so ein Notstand ausgerufen werden kann. Da wollte die Kommission das sehr niedrigschwellig ansetzen. Die Mitgliedstaaten haben gesagt, nein, es braucht mindestens 5 Staaten, die das beantragen. Und da müssen alle anderen zustimmen. Es handelt sich also um einen Kompromiss. Es hat Zugeständnisse gegeben. Die entscheidende Frage, reichen diese Maßnahmen für den kommenden Winter aus? Also die Ausnahmeregelungen, die da jetzt eingearbeitet sind, betreffen vor allen Dingen Staaten, die gar keine Leitungswege haben, um das Gas, was sie einsparen, dann sehr kurzfristig dann in bedrohte Staaten geben zu können. Insofern wird das an der Summe, die da gebraucht würde, nicht viel verändern. Aber alle sind sich einig, das war jetzt ein ganz wichtiger erster Schritt, aber es werden in diesem Winter noch weitere folgen müssen. Arndt Henze, danke für diese Information. Danke nach Brüssel. Zu nutzen. 5% Gas in Gaskraftwerken im 5. Monat nach Beginn dieses Krieges, obwohl wir doch seit Beginn der Krise wissen, dass eine Situation, wie sie jetzt eingetreten ist und wie sie noch mehr sich zuspitzen kann, jederzeit kommen kann. Verstärkt fordert die FDP, die 3 Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr erklärt, ich wüsste nicht, wie wir unseren europäischen Partnern erklären sollen, dass wir sichere Energiequellen aus ideologischen Gründen abschalten, während Frankreich mit einem Bein in einer Stromkrise steht. Die Laufzeiten der Atomkraftwerke sollen laut FDP bis Frühjahr 2024 verlängert werden. Und auch an den Finanzmärkten macht man sich Sorgen über die erneute Drosselung der Gaslieferungen aus Russland. Klaus-Rainer Jackisch in der Frankfurter Börse. Wie genau beurteilt man denn dort die aktuelle Entwicklung? Ja, man sieht das Ganze natürlich schon mit großen Sorgen und man kann wieder deutliche Preiserhöhungen sehen an den Gasmärkten, aber auch bei der Alternative Rohöl. Irritationen gibt es dabei vor allen Dingen um die Argumentation aus Moskau. Dort wird ja behauptet, das Problem entstehe dadurch, dass es eben weiterhin Probleme mit den Turbinen gibt in der Pipeline Nord Stream 1. Tatsächlich ist die aus Kanada zurückgeführte, die Turbine, die dort ja repariert worden ist, noch nicht wieder eingebaut worden. Sie befindet sich offenbar derzeit in Deutschland und kann nicht ausgeführt werden, weil Moskau die erforderlichen Zolldokumente nicht ausstellt. Und das ist auch der Grund, weshalb die Bundesregierung diese Gesamtargumentation eben aus Moskau zurückweist und als vorgeschrieben sieht. Also die Situation, sie ist also deutlich stärker geworden und hat sich deutlich verschärft. Der deutsche Aktienindex allerdings reagiert relativ moderat. Das Börsenbarometer ist in der Minuszone, steht aktuell bei 13.162 Punkten, 47 weniger als gestern. Viele Anleger warten eben nun erst einmal ab, wie die weitere Entwicklung ist. Und die Hoffnung ist natürlich relativ groß, dass es doch noch zu einer Lösung in diesem Problem kommt. Klaus-Rainer Jackisch, danke schön in die Frankfurter Börse. In London wird bald die wohl bekannteste Adresse der Stadt frei und gleich 2 würden gern in 10 Downing Street einziehen. Denn nachdem Premierminister Johnson wegen zahlreicher Skandale angekündigt hat, als Parteivorsitzender und Regierungschef zurückzutreten, sucht die konservative Tory-Partei nach einer neuen Führung. Gestern Abend trafen die beiden verbliebenen Kontrahenten, Außenministerin Truss und Ex-Finanzminister Sunak, bei einer Fernsehdebatte aufeinander. Bevor es losging, dachten viele zunächst, die Kandidaten hier seien aus Pappe. So künstlich war der kurze Frieden zwischen beiden vor der Show. Dann aber wurde es schnell hitzig. Der klarste Unterschied zwischen den beiden bei der Wirtschaft. Truss will die Steuern sofort senken. Sunak griff sie dafür scharf an. Das wären noch einmal 40 Milliarden Schulden zusätzlich. Das müssen dann unsere Kinder und Enkel zurückzahlen. Das ist keine konservative Politik. Der ehemalige Hedgefondsmanager Sunak blieb über weite Strecken offensiv, unterbrach oft, denn er liegt in den Umfragen zurück. Truss, die Johnsons Politik nahtlos fortführen will, ging dann noch einen Schritt weiter. Ich denke nicht, dass die Fehler, die Johnson gemacht hat, so schwerwiegend waren, dass die Partei ihn zum Rücktritt hätte zwingen sollen.
Bei der konservativen Parteibasis dürfte das gut ankommen. Denn Sunak, der mit seinem Rücktritt Johnsons politischen Sturz mit ausgelöst hatte, gilt bei vielen hier jetzt als Verräter. Und Johnson selbst fördert das auch aus dem Hintergrund nach Kräften. Denn er hat nicht vor, sich leise aus der Politik zurückzuziehen. Sollte Truss das Rennen gewinnen, wäre er so auch irgendwie weiter dabei. Und nach gestern Abend sieht das erst einmal so aus. In ersten Umfragen liegt sie weiter vorn bei der Parteibasis. Und nur die ist es, die den neuen Premier über den Sommer küren wird. Viele Tote, Kranke und ein überlastetes Gesundheitssystem, das sind die wohl gravierendsten Folgen der Pandemie. Doch Corona hat auch die Wirtschaft weltweit geschwächt. Die EU-Staaten wollen mit gemeinsamen Schulden von 750 Milliarden Euro wieder für Impulse sorgen, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Deutschland wäre mit rund 65 Milliarden Euro der größte Nettozahler. Das Bundesverfassungsgericht muss nun prüfen, ob die deutsche Zustimmung zu dem EU-Programm rechtens ist. Denn verschiedene Kläger bezweifeln das. Regelmäßig treffen sich Kritiker der europäischen Finanzpolitik in Karlsruhe vor Gericht. Dieses Mal geht es um die EU-Corona-Hilfen, vereinbart von den Mitgliedstaaten im Sommer 2020. Es ist ein Paket, das EU-Ländern helfen soll, die wegen der Pandemie wirtschaftlich angeschlagen sind. Dieser Wiederaufbaufonds umfasst bis zu 750 Milliarden Euro, finanziert durch Kredite. Die Europäische Union soll dafür erstmals eigene Schulden aufnehmen dürfen. Aus Sicht der Kläger darf sie das aber nicht. Die EU als Institution ist nach den bestehenden Verordnungen, Gesetzen und Abmachungen nicht befugt, eigene Mittel auf dem Finanzmarkt aufzunehmen, sondern sie kann nur das ausgeben, was die Mitgliedstaaten ihr zuteilen. Hat die Europäische Union hier also mehr gemacht, als sie rechtlich darf? Hierbei wird es unter anderem darauf ankommen, ob sich aus den Verträgen ein Verschuldungsverbot für die Union ableiten lässt. Daneben geht es um die Frage der Haftung. Führt der Wiederaufbaufonds dazu, dass Deutschland eventuell für andere Mitgliedstaaten finanziell einspringen muss? Diese Sorgen haben wir seit 70 Jahren. Sie haben sich alle als falsch erwiesen. Und Europa hat gezeigt, wie solidarisch es handeln kann, whatever it takes. Ein Urteil könnte es Ende des Jahres geben. Konja Schwarz in Karlsruhe noch mal auf den Punkt gebracht. Was ist das eigentliche Problem, um das es hier geht? Ja, das Problem hinter diesen Fragen ist die Demokratiefrage. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland wählen den Deutschen Bundestag und der hat bestimmte Befugnisse, bestimmte Kompetenzen an die EU abgegeben. Und wenn die EU jetzt mehr machen würde, als sie nach den EU-Verträgen darf, dann wäre das sozusagen nicht mehr vom Wählerwillen gedeckt. Und deshalb wurde heute hier in der Verhandlung schon am Vormittag heftig darum gestritten, was darf die EU? Und die Kläger und Klägerinnen sagen, sie darf auf gar keinen Fall nach den EU-Verträgen eigene Schulden aufnehmen. Bundestag und Bundesregierung entgegnen doch. In Notfalllagen darf sie das zu einem klar begrenzten Zweck, hier nämlich auf die Corona-Krise zu reagieren. Außerdem werden diese Schulden ganz klar zeitlich begrenzt. Bis 2058 müssten sie zurückgezahlt werden. Welche Bedeutung hat das Urteil also, das, wie wir gehört haben, für Ende des Jahres erwartet wird? Das hat auf jeden Fall große Bedeutung. Bundestag und Bundesregierung haben hier noch mal klar gesagt, wie wichtig dieser EU-Eigenmittelbeschluss war, um auf die Corona-Krise zu reagieren. Wenn Karlsruhe also irgendwie sagen würde, Deutschland dürfte da nicht mehr mitmachen, dann hätte das natürlich enorme politische Auswirkungen. Auf der anderen Seite sagen die Kläger, wenn Deutschland da mitmachen darf, dann besteht die Gefahr, dass wir für andere Schulden anderer Staaten haften und Deutschland keinen Einfluss mehr hat. Also es geht hier um sehr, sehr grundsätzliche Fragen. Dankeschön, Koya Schwarz. Der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals an den deutschen Flughäfen hat drastische Folgen. Die Lufthansa stellt den Flugverkehr an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München morgen fast vollständig ein. Wie das Unternehmen soeben mitteilte, werden insgesamt knapp 1000 Flüge gestrichen. Betroffen sind nach Angaben der Fluggesellschaft mehr als 130.000 Passagiere. Und wir fragen nach bei unserem ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel, was kann ich denn als Kunde jetzt machen, wenn ich Mittwoch fliegen wollte?
Tja, auf jeden Fall heute Nachmittag mal die Mails checken, würde ich empfehlen. Und vor allen Dingen eins nicht tun, nämlich morgen dann an einen der deutschen Flughäfen gehen. Denn dort wird es mutmaßlich sehr ruhig sein und die Service-Schalter sind dort auf keinen Fall besetzt. Also dort werden Sie nur ganz wenig Hilfe bekommen. Im Laufe dieses Tages werden wir vermutlich am Nachmittag einen Sonderflugplan sehen. Also ganz wenige Flüge werden ja noch stattfinden können. Aber wir entnehmen jetzt schon dieser Meldung, die ist gerade mal eine halbe Stunde alt, dass die Lufthansa selbst auch Flüge in die USA und nach Asien, also die Langstrecke, gestrichen hat. Und das macht man ja nur, wenn man so ausweglos in eine Situation gerät wie im Moment. Es laufen natürlich viele Umbuchungen und die Kunden werden jetzt von Seiten des Unternehmens auch informiert, wie es denn weitergeht. Und damit zurück nach Hamburg zu Susanne Holst. Es wird wohl noch Tage dauern, bis die Einsatzkräfte die Brände im Osten Deutschlands unter Kontrolle haben. Die Wälder brennen in Brandenburg und in Sachsen und die Feuer weiten sich aus. Mehrere Gemeinden wurden schon evakuiert. Polizei und Bundespolizei helfen mit Hubschraubern. Die ganze Nacht kämpft die Feuerwehr gegen den sich rasant ausbreitenden Brand in Südbrandenburg an der Grenze zu Sachsen. Am Morgen stehen 800 Hektar Wald in Flammen. Mittlerweile sind mehr als 350 Einsatzkräfte vor Ort. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch nicht bekannt. Dafür die Ursache für die schnelle Ausbreitung. Man habe es zu tun mit einem extrem ungewöhnlichen Wetterereignis, sozusagen ein Gewittersturm, wo hier relativ wenig Regen heruntergekommen ist und gleichzeitig drehende Winde die Arbeiten enorm erschwert haben. Der Brandausbruch war auf Brandenburger Territorium, ist wie gesagt rasend schnell, hat sich ausgeweitet durch die immer drehenden Winde und die Thermik. War als Wipfelfeuer massiv, bis zu 3 Kilometer Länge eine Feuerfront. Inzwischen wurde die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. Auch im Nationalpark Sächsische Schweiz brennt es und das Feuer wütet immer heftiger. Mit Hubschraubern wird Löschwasser aus der Elbe geholt. 350 Feuerwehrleute und Polizisten sind im Einsatz. Für die Stadt Bad Schandau wurde der Katastrophenalarm ausgelöst. Ausgebrochen war der Brand am Sonntag im angrenzenden Tschechien. Dort im Nationalpark Böhmische Schweiz spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Ein rasches Ende der Brände, etwa durch kräftigen Regen, ist nicht in Sicht. Ja, und wie sich das Wetter hierzulande konkret weiterentwickelt, dazu jetzt unsere Vorhersage. Mal dichte Wolken, mal Sonnenschein, einzelne Schauer. Zwischen Main und Donau zeigt sich die Sonne am häufigsten, dort bleibt es auch meist trocken. Mit vereinzelten Gewittern ist am ehesten südlich der Donau zu rechnen.